Hey und ganz herzlich willkommen zu diesem Update-Video. Heute ist wieder das Kartoffelrennen rausgekommen und das haben wir eigentlich schon jetzt insgesamt 2 oder 3 Mal gemacht. Boah, krass, wie schnell die Zeit rumgeht. Ich glaube 2 Mal. Und ich möchte mal schauen, ob sich irgendwas verändert hat. Ich habe zwar nicht so das Gefühl, aber es wäre ja mal ganz cool. Fangen wir direkt mal an. Reife Kartoffeln. Howdy Mandy, du bist sicherlich hier, um wie alle anderen am traditionellen Kartoffelanbau teilzunehmen, richtig? Es wird von Jahr zu Jahr beliebter. Warte mal, Cowboy, du weißt nicht, wovon ich rede. Die Kartoffelanbautradition haben wir, um zu feiern, dass der Frost endlich aus dem Boden gewichen ist und die wärmeren Zeiten endlich auf dem Weg sind. Nun können wir endlich wieder Dinge anpflanzen. Und dies feiern wir, indem wir die Kartoffeln ausgraben, die den kalten Winter überlebt haben. Ich weiß nicht, wie die Kartoffeln das schaffen, aber es muss irgendetwas mit der speziellen Erde hier auf Jorvik zu tun haben. Manchmal kann sie die Kartoffeln gigantisch groß und kältebeständig machen. Die Kartoffeln, die es durch den Winter schaffen, sind besonders köstlich und werden in dieser Gegend als Delikatesse angesehen. Danach pflanzen wir neue Kartoffeln in einem Reitwettbewerb ein, bei dem die mutigsten Reiter aus der Gegend gegeneinander antreten. Wenn ich dich richtig einschätze, wäre das doch sicherlich etwas für dich, oder? Aber reite fürs Erste zu den Kartoffelfeldern und grabe eine richtig große Kartoffel aus. Dann bringe ich dir bei, wie man die beste Ofenkartoffel in der Welt backt. Hopp, hopp, Mandy. Okay. Ich versuch's mal. Ich weiß nicht, ob die jedes Jahr am gleichen Standpunkt ist. Wenn das der Fall ist, war die doch immer relativ weit hinten, oder? Ich habe keine Ahnung mehr. Ach, da ist sie. Ja, genau, da ist sie immer. Oh. Aber nach einem Jahr, das merkt man sich einfach nicht. Von daher ist es auch vollkommen egal. Ich mag diese Quest eigentlich total gerne. Moment, wo ist er denn? Da. Wow, Mandy, was für eine große Kartoffel. Botanisiere dich, okay. Was für ein Fang, Mandy. Diese Kartoffel wird perfekt sein. Lass mal sehen. Diese Kartoffel muss gebacken werden, aber wir brauchen zusätzlich noch andere Zutaten, wenn die Kartoffel perfekt werden soll. Silverglade, Kräuter und traditionell hergestellte Butter fehlen noch. Fange mit dem Sammeln einiger Silverglade-Kräuter an. Die findest du an der Birke am Stall. Okay, ist ja nicht so weit entfernt. So. Die Kräuter sind gelb, oder? Ja, okay. Ich habe mich schon gewundert. Rosen könnten es, glaube ich, nicht sein. So, haben wir. Diese Kräuter sehen perfekt aus. Danke. Jetzt brauchen wir noch Butter und können dann die perfekte Ofenkartoffel nach traditioneller Art machen. Du kannst die Butter holen, sagst du? Super. Reite zur Post in Silverglade und sprich mit Derek. Er hat ein Paket mit ganz frischer Butter für mich. Es hört sich irgendwie komisch an, wenn man sagt, ich habe mir Butter zuschicken lassen und die ist immer noch ganz frisch. Also, ich weiß nicht. Kommt drauf an, ob die ein paar Tage unterwegs war und wird die nicht schlecht, wenn die nicht gekühlt wird? Das ist doch, ich weiß nicht. Also so frisch kann die gar nicht mehr sein, wenn die geschickt worden ist. So, Derek. Hallo Mandy, bist du hier, um etwas abzuholen oder zu verschicken? Um etwas abzuholen. Willkommen zurück, Mandy. Wie ist es dir ergangen? Ja klar, ich habe ein Paket für Marley. Hier, bitteschön, grüß ihn ganz lieb von mir. Was die für ein Vertrauen an mich haben, dass Derek mir einfach so ohne irgendwelche Widerworte oder Fragen Marleys Paket gibt, könnte ich ja auch, also wenn das jetzt nicht nur ein Spiel wäre und mir so vertraut würde, dann, also könnte man so viel anstellen, was, okay, naja, ich denke wahrscheinlich zu viel nach. Perfekt, Mandy, das ist die beste Butter, die man finden kann.
Ah, ich muss absteigen. So, dann wollen wir mal schauen, ob wir es hinbekommen, diese Ofenkartoffel herzustellen. So, du bist also bereit, eine perfekte Ofenkartoffel nach traditioneller Art zu machen. Meine Familie ist schon seit Generationen im Besitz des Rezeptes und jetzt ist es deine Aufgabe zu erlernen, wie das geht. Du sagst, dass es ein Kinderspiel werden wird? Das sieht einfacher aus, als es wirklich ist, Mandy. Folge in jedem Fall ganz genau meinen Anweisungen, damit alles glatt läuft. Let's go! Okay, wollen wir mal schauen? Schalte den Ofen ein, damit er vorheizen kann. Nimm die Kartoffel, die du vom Kartoffelfeld geerntet hast. Boah, die ist echt groß. Schiebe die Kartoffel in den Ofen. Kriegen wir hin. Nimm die Kräuter aus der Box, die sich auf dem Tisch befinden. Vermische die Kräuter mit der Butter. Nein, die stehen alle im Weg. Nimm die gebackene Kartoffel aus dem Ofen. Vorsichtig, sie ist heiß. Verteile die Kräuterbutter auf der heißen Ofenkartoffel. Okay, fertig. Wuhu, Mandy, das riecht unfassbar gut. Lass mich deine Ofenkartoffel mal probieren. Om nom nom. Ja, das war eine der besten Ofenkartoffeln, die ich je gegessen habe. Das bringt alte Erinnerungen aus meiner Kindheit zurück. Meine Großmutter hat, als ich noch ein Knirps war, immer Kartoffeln wie diese gemacht. Und die haben genauso geschmeckt wie deine Ofenkartoffel. Fantastisch. Alright, Mandy, jetzt weißt du, wie man sich um die Kartoffeln kümmert, die es durch den Winter geschafft haben. Es fehlt nur noch ein Schritt zur Vervollständigung unserer Kartoffeltradition, das Einpflanzen neuer Kartoffeln. Reite zu Elvi und lass dir von ihr die Regeln zum Einpflanzen der Kartoffeln erklären. Wenn du Schnelligkeit magst, wirst du das hier wahrscheinlich lieben. Wir haben das gewöhnliche Kartoffelanpflanzen etwas verfeinert und es den Festlichkeiten angepasst. Schnapp dir die Kartoffel hier neben mir, bevor du losreitest. Viel Glück, Mandy. Okay, danke schön. So. Das ist wie immer da hinten. Hallo. Muss ich... Oh, ich muss was mitnehmen. Hupala. Ja, wenn man niest, aber trotzdem noch träumt. Ja, sehr gute Idee, May. Sehr gut. So, wir müssen natürlich die Kräuter oder die alten Kartoffeln mitbringen. Okay. Go, girl. Ich weiß immer noch nicht, ob Fox Mane eine Stute oder ein Wallach oder Hengst ist. So. Sei nicht schüchtern. Komm her, nimm an den Festlichkeiten teil. Bist du für das jährliche Kartoffelanbaurennen hier? Hallo, Fremder. Ich heiße Elvi und ich helfe hier auf Marlies Farm überall ein wenig aus. Ich gehe sicher, dass es den Pferden gut geht und dass die Farm immer sauber und aufgeräumt ist. Du warst bei Marley, sagst du? Gut, dann weißt du ja, wie wichtig Tradition und das Feiern vom Ende der eisigen Tage für uns sind. Wir haben den ganzen Winter darauf gewartet, dass wir die Erde wieder nutzen können. Ich bin jedes Jahr richtig aufgeregt, wenn wir unsere Kartoffelparty endlich feiern können. Die Frühlingszeit ist eine schöne Zeit. Wuhu! Wir haben einen Wettbewerb erstellt, bei dem es um das Anpflanzen von Kartoffeln geht, um das Ende des Frostes zu feiern. Du möchtest also gerne an diesem Wettbewerb teilnehmen? Wir machen erst eine kleine Testrunde, damit du auch weißt, was ist. Du musst praktisch auf dem Kartoffelfeld an den markierten Stellen so viele Kartoffeln anpflanzen wie möglich. Dann eilst du zu mir zur Ziellinie zurück und derjenige, der schneller ist, hat gewonnen. Es gibt eine Menge an Prestige für den Gewinner des Rennens zu gewinnen. Mach dein Pferd startklar und reite so schnell wie der Wind. Ah, wir bekommen sogar eine Medaille, habt ihr das gesehen? Die sah voll schön aus. Okay. Wir gehen mal hier rum. Aha, ja, May, gute Idee. Ah, ja, okay, so schnell bin ich dann doch nicht. Aber ich muss nur noch 4 verteilen. Das ist doch schon mal ganz gut.
Hoppala. Los, los, los. Wir haben 32 Sekunden gebraucht. Also es ist noch okay, denke ich mal. Wuhu, gut geritten. Du wirst ein echter Gegner für die anderen Teilnehmer sein. Gehe hier neben mir zur Tafel und schreibe dich und deine Freunde für das Rennen ein. Viel Glück, Mandy. Ich glaube an dich. Guckt es euch an. Wir haben ein... Oh, die sieht voll schön aus. Moment, wir gehen mal kurz an eine Wand. Oder an das Silo. Damit man es ein bisschen näher sehen kann. Schaut mal, die ist voll schön. Obwohl ich grün und blau gar nicht so toll finde. Aber an sich die Form und die Gestaltung finde ich ganz schön. Wenn es die noch in einer anderen Farbe geben würde, wäre ich richtig begeistert. Zum Beispiel in diesem Weinrot. Das hier. Upala. Das hier. Ich liebe Weinrot. Und vielleicht braun oder sowas. Oder so ein Beige. Das wäre mega cool. Aber an sich finde ich die gar nicht schlecht. Beim letzten Mal haben wir, glaube ich, gar keine Medaille bekommen. Haben wir eigentlich noch was? Ich habe auf jeden Fall nur noch gehört, dass der liebe... Ich weiß nicht, wie der heißt. Moment. Der Typ ist auf jeden Fall bei der GED dabei. Ich habe gelesen, dass der nicht unbedingt noch lange hier sein wird. Und dass ich... Also ich glaube, dass er alles im Shopping Center, was er hier verkauft... Die Brücke noch nicht fertig gebaut haben, die bekommen irgendwie in der Nähe von der Brücke einen Shop, damit ihr nicht immer so weit hin und her rennen müsst. Finde ich ganz cool, aber der Billy wird wahrscheinlich auch verschwinden. Finde ich schade, obwohl eigentlich hier gar keiner vorbeischaut. Also wird es einem auch nicht wirklich auffallen. Außerdem ist noch... der Pferdemarkt im Golden Hills, also im Westcup Fischedorf, aufgebaut worden. Dort könnt ihr auch noch ein paar extra XP verdienen. Und ich wünsche euch ganz viel Spaß bei dem Update und bis zum nächsten Mal. Tschüss!